Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Fail Wayblade Pixels. Ich begrüße euch. Ja, nachdem wir im letzten Part hier dieses Meer aus Sägeblättern durchschritten und überwunden haben, steht uns auch schon die nächste garstige Stelle bevor. Allerdings mit einem Lichtblick, denn das da rechts sieht stark nach dem Ende des Levels aus. Deshalb bin ich auch so ein bisschen doch wieder mehr motiviert als üblich. Und ich würde sagen, da die Stelle wirklich etwas auch garstig ist, verlieren wir keine Zeit. Weiter geht's mit Spooky und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Oh. Autsch, autsch, autsch. Das war nicht gut. Au! Du garstiges kleines Ding. Ehrlich. Nein! Aha. Diese Sägeblätter. Oh, ja, davon werde ich wahrscheinlich in 5 Jahren noch träumen. Ungelogen. Ich vergesse immer, dass das Ding ja dann auch gleich wieder auftaucht, wenn ich das... ja, also das mit Dashen ist wirklich, glaube ich, keine... Ach komm, gute Idee. Ja, das... Oh Gott! Damage! Spring doch, du Vollidiot! Au! Au, au, au! Nein! Okay. Gott. Das macht mich halt auch völlig irre. Chapter complete. Ich glaube es ja nicht. 2,5 Stunden. Was? New Guest Level available? Ich habe jetzt völlig vergessen, auf die Statistik zu achten, ehrlich gesagt. Ich habe nur noch gesehen 2,5 Stunden. Ich weiß nicht, wie oft ich hier gestorben bin. Wahrscheinlich 300 Mal zu oft. Rang A, das ist doch völliger Blödsinn. Das kann nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein. Ich glaube, für Rang A, da bräuchte es doch hier Karten und so. Ach, die Statistik habe ich ja nicht. Oh, ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Naja, 446, das hatten wir schon schlimmer, ne? Ich habe irgendwo 5 Gegner übersehen. Ja gut, die letzten 2, die habe ich gesehen, aber die waren mir völlig egal. Ich wollte einfach nur noch hier zu diesem Buch. Ja, sehr schön, super. Freut mich. Freut mich wirklich. Gut, dann weiter im Text und ein neues Gästelevel ist verfügbar. Interessant. Wow! The end? I'm a fountain of blood in the shape of a girl. Von Björk. Tolle Aussage. Ach, das war noch gar nicht das End. Ah!
Oh, Jesus. Ja, aber jetzt wohl das letzte Level. Spooky ist wohl kurz davor, diesen Fluch und diesen Bann zu brechen. Denn der Typ, der hier was auch immer gelabert hat, das konnte man nicht verstehen und auch nicht wirklich lesen. Wahrscheinlich irgendein Zauberspruch oder irgend sowas. Ja, dem haben wir offenbar das Buch ja, etwas näher gebracht, als ihm wahrscheinlich lieb wäre oder lieb war. Und das hier scheint das letzte Level zu sein. Sehr schön. Ich werde es mir noch kurz ansehen. Ja, das war mir schon klar. Au, okay. Ah! Nein, nein. Ach du Sch... Wow. Okay. Au. Da wo... Au, ja. Ach so, es sind sogar zwei. Natürlich, natürlich, natürlich. Wow. Nein. Da wollten die Entwickler wohl nochmal wissen. Du sollst doch sliden hier. Hat doch beim ersten Mal auch geklappt, verdammt. Wow. Au. Nein! Okay. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, aber das gucken wir uns beim nächsten Mal nochmal etwas genauer an. Meine Güte, ey. Nein! Okay, einen Versuch noch. Aber das Zitat von... von Björk? Wusste ich, das habe ich noch nie gehört. Aber das finde ich gerade richtig cool. Ja. Weg. Ach Gott. Time is of the essence. Ach, da wäre eine Karte, aber es ist, wie gesagt, die Karten sind mir ja völlig Bombe. Oh, ihr kleinen Ratten. Das mit dem Sliden, das klappt wirklich nur so von 8 von 10 Mal oder so, wenn überhaupt. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Zeitdinger nicht mag? God damn it, ich wollte doch einfach nur mich fallen lassen. Naja, okay. Okay. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir gucken uns dieses Level beim nächsten Mal genau an. Jetzt wirklich das letzte Level. Ja, okay. Wir scheinen uns wirklich hier am Scheideweg zu befinden, um dieses Spiel endlich abzuschließen. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Part. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Ich glaube zwar nicht, dass das schon das letzte Level, der letzte Part sein wird. Na, hier, ich zock das Ding ja und so. Aber es sieht doch wirklich jetzt stark nach einem Ende aus. Von daher, bis zum nächsten Mal, so denn ihr wollt. Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut.